Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Krotos Computer und zwar mit dem Gaming 6A für 1430 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Wie immer, das System wurde mir vorgeschlagen im Videovorschlägekanal von der Gru und den schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild, das ist tatsächlich korrekt. Ja, es sind vorne nur zwei RGB-Lüfter drin. Wem das gefällt, okay, mir wäre es zu asymmetrisch. Ich würde mir schon wünschen, dass noch irgendwie in der Front ein dritter drin ist, aber so ist es jetzt halt. Es ist auf jeden Fall nicht fake, es wird da nicht irgendwas gezeigt, was nicht drin ist und das passt soweit schon. Starten wir auch direkt mit dem Gehäuse, das ist das ADATA XPG Defender Pro. Das hatte ich leider noch nicht hier zum Testen. Es ist halt ein Gehäuse mit einer Glasscheibe und einer Meshfront. Es sind auch die Lüfter mit dabei. Wir haben zweimal 120mm in der Front und 120 mm im Heck, jeweils RGB beleuchtet. Das passt soweit schon. Ich verstehe nur nicht, warum ADATA hergeht und das Bild halt ohne RGB zeigt und dann haben sie halt noch ein Bild drin mit RGB und da sind drei Stück drin. Will mir nicht so ganz in die Birne? Warum sie auch nur zwei vorne einbauen anstatt drei? Weiß ich nicht. Wegen dem Airflow? Ja, gut, könnte man jetzt sagen, Temperaturen wären vielleicht noch ein bisschen besser, aber zwei Lüfter reichen auch. Und das kostet 95,33 Euro bei Jakob Elektronik. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 5 7500F. Der hat 6 Kerne, 12 Threads, 65 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR5-5200MTS. Könnt ihr auch ganz easy mit 6000 laufen lassen. Ist hier sogar verbaut. Viele unterschätzen diesen Prozessor. Der ist echt gut. Es ist zwar nur ein 7500F, danach kommt noch 7600X, 7700X, 7800X3D und wie sie alle heißen, aber der ist echt in Ordnung. Wenn ihr jetzt natürlich streamen wollt und ihr wollt über den Prozessor rendern, dann nehmt einen anderen. Mindestens einen 7700X, wobei ich würde da direkt auf den 7800X3D gehen. Mit dem zu streamen, ja, könnte irgendwo klappen, dann würde ich aber über die Grafikkarte rendern. Weil viele denken immer, ja, ich zocke ja nur und habe OBS offen. Nee, ihr habt ja euren eigenen Stream noch laufen, Chatbot und so weiter. Sage ich immer wieder, Discord, Spotify, alles, was da noch so zugehört und da kommt er dann irgendwann an seine Grenzen. Ansonsten in der Preisklasse auf jeden Fall eine gute Wahl. Und der kostet 178,92 Euro bei eBay über Hardware Store 2000. Die Grafikkarte ist eine AMD RX 7800 XT 16 GB. Es steht jetzt nicht genau dabei, welche es wird. Wir haben einfach das günstigste Modell genommen, in dem Fall die Sapphire Pulse Radeon RX 7800 XT 16 GB bei Geizhals. Das ist eine gute Grafikkarte für Full HD und WQHD Gaming. 4K geht auch, was ich immer sage, E-Sports Titel. Sei es Overwatch, Valorant, Counter-Strike, wie sie alle heißen, das funktioniert alles tadellos. Solltet ihr AAA-Titel in 4K spielen wollen, nehmt eine andere Grafikkarte. Ansonsten müsst ihr halt die Detailstufen runterdrehen und Raytracing ausmachen und so weiter. Bei AMD-Karten ist Raytracing sowieso immer so ein Thema. Aber auch in der Preisklasse sehr gut gewählt, kann ich nicht meckern. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und die kostet 542,90 Euro bei Mindfactory. Der Arbeitsspeicher ist ADATA XPG Lancer 32 GB DDR5 6000MTS CL30 Kit 2x16 GB, also Dual Channel, schon mal ganz wichtig. Also erstmal 32 GB völlig ausreichend, auch wirklich passend für diese Preisklasse. DDR5 6000MTS keine Selbstverständlichkeit, vor allen Dingen haben wir hier CL30 Speicher, also schon ordentlich schnellen Speicher. Ich hätte es nicht anders konfiguriert, vielleicht einen anderen Hersteller, weil ich die ADATA-Dinger noch nie da hatte, ich nehme mal G-Skill oder sowas in die Richtung, aber das ist völlig okay. Der hat jetzt natürlich keine fancy RGB-Beleuchtung oder so, aber das ist auch egal, die Leistung ist auf jeden Fall da. Und der kostet 114,90 Euro bei Alternate. Das Mainboard ist ein MSI B650 Gaming Plus Wi-Fi. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier unten noch eine weitere SSD, hier kommt die Grafikkarte rein und dann habt ihr noch zwei Erweiterungsslots für eine Capture Card oder ähnliches. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1, WLAN und Bluetooth Antennenanschluss, 4x USB 3.0, 3x USB 3.1, USB Typ C ist auch mit am Start, Netzwerkanschluss, die Onboard Grafikanschlüsse wie HDMI und DisplayPort könnt ihr in dem Fall jetzt nicht benutzen, es ist ein 7500F, da gilt das gleiche wie bei Intel, das haben sie sich so ein bisschen abgeguckt. Alles was ein F im Namen hat, von den Prozessoren her, hat keine integrierte Grafikeinheit. Kann euch egal sein, ihr habt ja eine Grafikkarte. Es ist halt immer nice to have, wenn man jetzt zum Beispiel ein 7600X hätte, die Grafikkarte raucht ab, kann man darüber noch ein Bild ziehen, um die Daten zu sichern oder sonst was. Das Board ist jetzt nichts Besonderes. Es ist nicht das absolute Billigboard, es ist auch nicht irgendwie High-End, es ist genau passend für diesen Prozessor. Und das kostet 178,26 Euro bei Mindfactory. Die SSD-Festplatte ist eine ADATA XPG Gummix S70 Blade 2 TB. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7400 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 6700 MB die Sekunde mit
TLC Speicher. 2 Terabyte in dem Preisbereich, völlig in Ordnung. Die ist auch sauschnell, braucht man als Gamer theoretisch nicht, aber ist nice, dass es mit dabei ist. Ich finde es auch gut, dass es endlich mal ein Systemintegrator verstanden hat. Auch bei 1400 Euro kann man mittlerweile 2 Terabyte reinschmeißen, weil die SSD-Preise sowieso im Keller sind. Und die kostet 124,89 Euro bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist ein Ender 5 Fortis 5A RGB. Da haben wir jetzt sogar ein bisschen RGB-Beleuchtung mit dabei, genau wie natürlich bei der Grafikkarte. Das Ding hat eine TDP-Klassifizierung von 220 Watt. Ich habe den schon getestet auf einem 12700K. Das Video ist auch noch online, könnt ihr euch mal angucken. Das ist ein Top-Kühler. Der reicht ganz, ganz dicke für diesen Prozessor. Ihr könnt später sogar noch aufrüsten, womöglich sogar einen 7800X3D reinschmeißen und der Kühler schafft das trotzdem. Und der kostet 50,98 Euro bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein ADATA XPG Core Reactor 750 Watt Gold. Bevor wir uns das richtig angucken, hier einmal ein Blick in die PSU Tierlist von Cultus Network. ADATA XPG Core Reactor A+ Netzteil, also völlig in Ordnung. Und kommen wir zu dem Netzteil direkt. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist 80+ Gold zertifiziert und vollmodular 750 Watt. Auch völlig ausreichend für dieses System. Sehr, sehr gut gewählt, was anderes kann ich nicht sagen. Und das kostet 129,44 Euro bei Amazon Marketplace über Egenta. Betriebssystem Windows 10 Testversion vorinstalliert ohne Key. Jetzt fragt ihr euch, warum nicht Windows 11? Windows 11 braucht man meistens nur, wenn man jetzt einen Prozessor hat mit Performance und Efficiency Cores. Das hat AMD nicht, von daher reicht Windows 10. Wenn ihr unbedingt Windows 11 haben wollt, upgradet einfach, ist ja kostenfrei. Das habe ich natürlich jetzt nicht mit in die Geistheitsliste reingepackt, weil der Key einfach nicht mit dabei ist. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 1415,62 Euro. Und das System kostet 1430 Euro. Soll ich dafür jetzt echt noch eine Alternative raussuchen? Habe ich nicht gemacht, ist Quatsch. Bei 15 Euro fürs Zusammenbauen, das ist sowas von fair, da brauche ich keine Alternative für raussuchen. Was natürlich stark auffällt, hier sind jetzt nicht irgendwie Corsair oder Be Quiet Sachen drin, sondern sehr viel von ADATA. Und ich denke, er kriegt da gute Einkaufspreise und deswegen kann er den Preis auch so gestalten. Man muss sich einfach vorstellen, wenn er von diesen Gehäusen jetzt 100 Stück bestellt und von den SSDs auch irgendwie 100 Stück, kriegt er natürlich einen entsprechenden Einkaufspreis. Deswegen denkt jetzt nicht, der verdient nur 15 Euro an dem ganzen Ding, der hat da schon seine Marge drin. Trotzdem ist es natürlich cool, dass er das in diesen Preis mit reinfließen lässt und dementsprechend an den Kunden irgendwo weitergibt zum Teil und der Preis dann eben so gestaltet wird. Ich kann da echt nicht meckern. Was soll ich sagen? Ihr habt den Preispunkt gesehen, ihr habt die Config gesehen. Der RAM stimmt, die SSD ist groß genug, das Mainboard, ja, ist so ein Mittelding. Der Prozessor reicht für die Grafikkarte völlig aus, gerade in WQHD und 4K. In Full HD, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der 7500F dann die Grafikkarte so ein bisschen bottleneckt, aber ab WQHD sollte das nicht mehr so sein. Könnt ihr bedenkenlos bestellen, was anderes kann ich nicht sagen. Tut euch vielleicht selber einen Gefallen, bestellt noch einen dritten RGB-Lüfter mit dabei, weil das sieht hier vorne so ein bisschen komisch aus, meiner Meinung nach. Müsst ihr aber selber wissen. Gut, das wär's dann wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.